Durch meinen Kollegen Michael Gieding. Der hat die Videos ins Netz gestellt als erstes. Und zwar hat er Geometrie-Videos ins Netz gestellt mit dem Ziel, dass Studierende, die was in der Vorlesung nicht verstanden haben, am Nachmittag einfach nochmal anschauen können. Das ist eine ganz gute Idee bei Mathematik. Es ist oftmals so bei Vorlesungen, dass man einen Aussetzer hat und nicht verstanden hat, worum geht es, und eigentlich mal eine Pause bräuchte, um das zu verstehen, aber es geht einfach gnadenlos weiter und man braucht dann nachträglich vielleicht die Möglichkeit, um es nochmal nachvollziehen zu können. Das war die Grundidee, das war auch meine Grundidee. Dann hatte ich am Ende des Semesters all meine Videos online stehen und dann habe ich mir gedacht, das ist ja blöd, das brauche ich ja denn, also was heißt blöd? Gut, ich brauche jetzt meine Vorlesung eigentlich nicht nochmal zu halten, denn sie steht ja schon online und so viel ändert sich da jetzt auch nicht in der Arithmetik oder so. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, Flipped Classroom durchzuführen. Das heißt, die Studierenden können doch meine Vorlesung jederzeit überall anschauen. Und wenn sie das in Vorbereitung auf die Vorlesung machen, dann kommen sie alle vorbereitet mit ihren Fragen und wir können die Vorlesung nutzen für das, wofür Präsenz eigentlich sinnvoll ist, nämlich für den gemeinsamen Austausch, für Fragen beantworten, für diskutieren, für wir schauen uns nochmal eine Aufgabe genauer an. Und ja, das mache ich jetzt seit 2010 und ich bin immer mehr davon überzeugt, dass das ein ganz gutes Modell ist für eine digitale Hochschullehre. Es geht nämlich nicht darum, Hochschullehre, Präsenzlehre zu ersetzen durch digitale Medien, sondern es geht darum, Präsenzlehre so anzureichern mit digitalen Medien, dass Präsenz ihren vollen Vorteil ausspielen kann.